Richtig. Ja, aber wenn du jetzt weit schießt, dann kann sie ja nicht mehr weiterlaufen. Ja, sie sollte ja auch nicht weiterlaufen, weil ich jemanden für Mortys Kiste brauchte. Wir mussten ja aber immer jemanden haben, der Probe liegt. Ja, aber du hast doch genug Publikum hier, was du für deine Kiste nehmen kannst. Meine Puppen verrotten nicht, was willst du mit denen? Ja, genau, das ist der Grund, dann stinkt die Kiste wenigstens nicht. Wir wollen die ja noch weiter verrieben. Ach so. Ja, aber dann müssen wir sie ja auch wieder ausgraben nach einer Zeit. Wir haben nämlich ein neues Konzept, wir haben jetzt Leihsärge. Leihsärge? Ja, sowas, was ich damals hatte. Was? Ja, so etwas, was ich damals hatte. Ja, weißt wie du, auch immer du immer wieder da rausgekommen bist. Ich habe rausgefunden, warum sie rausgekommen ist und warum sie nicht verrottet. Sie besteht nämlich nur noch aus Plastik oder anderen Dingen. Warte mal kurz, ich versuche mir gerade die Puppen schon zu laufen. Ich habe sie gerade probiert, die schmeckt überhaupt nicht. Da ist kein Schmerz mehr dran. Da ist ja auch nur Watte drin. Apfelschnaps probieren. Ein Schnaps für was? Apfelschnaps. Das ist doch kein Schnaps. Doch, das ist ein taubarer Schnaps. Gehst du mir gefälligst aus der Sonne? Wir haben mir die Zwiebeln gebracht aus der Mine. Das ist mein erster Verkauf. Seit wann bauen die denn in der Mine Zwiebeln an? Ich glaube, die brauchen nur kleine Zwiebeln, dann gedeihen die besser. Möchtet ihr meinen Kürbis mal sehen? Der ist jetzt fertig. Ist er fertig, der Kürbis? Sieht aus wie du, das kommt. Wie ich? Nein. Nein, wie er. Ach so, wie Guido sieht der aus, okay. So, guck, nach deinem Ebenbild geschnitzt. Ja, schön, aber ich habe sogar extra signiert, Bo. Ich habe heute mit Liebe habe ich diesen Kürbis geschnitzt. Aber jetzt kommt erstmal das Allerwichtigste. Pass auf. So sieht das aus, wenn du etwas mit Liebe tust. Aber da kannst du noch eine große Ankündigung machen. Ja, was denn? Ja, ich hab nur noch was. Ja, warte mal. Ein Geschenk für jemanden. Da kommst du ja kaum rauf mit deinen kurzen Beinchen. Ja, lauf vor hinten rum. Ich hab halt, pass auf, wir haben... Schon doch an, ja, natürlich musst gesagt. Du das an. Stell dich ruhig auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Ja, ja, pass auf, das will ich nicht. Einmal in deinem Leben groß. Nein, pass auf, das Wichtige ist, ja. Das hier ist etwas ganz Besonderes, weil es gibt hier Fans, die lieben Misty Bill über alles und natürlich die Mr. Dark Crew. Und aus dem Grund und für diese große Leidenschaft und die Liebe gibt es ein kleines Geschenk. Oh ja, ein Geschenk, das großartigste Geschenk, was man sich so vorstellen kann, glaube ich. Das hätte ich auch gern. Ja, das weiß ich, wer das ist. Ja, nämlich gewonnen hat dieses großartige Geschenk, die ganz großartige Jessie. Komm doch mal her, du kriegst es doch auch. Oh, du darfst es sogar selbst machen. Ja, komm. Kommst du da hoch? Ja, das geht doch. Ja. Das was willst du denn mit so einer Scheußlichkeit? Die das ist doch wunderschön. Die da kommt dir bei jedem Mal trinken gleich übel. Tasse. Ja, ich kann manchmal nicht sprechen, das ist eine Tasse. Ach so. Also es kann, du kannst auch eine Tasche benutzen, aber ich glaube, es geht schnell kaputt, oder? Das kannst du richtig. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf meiner Seite. Applaus für Jessie. Und du kriegst aber ja, ein kleines Upgrade bekommen. Ein Upgrade kostet. Ich hoffe, dass du hältst, sonst tauschen wir auch gerne nochmal. Weil die Upgrades sind alle kaum drin.